Herzlich willkommen bei Conan Exiles, hier bei mir, meistens anders. Wir haben schon einiges erlebt und in dieser Folge werden wir ein paar Dinge vorbereiten und nebenbei aus sicherer Entfernung etwas beobachten. Aber mehr dazu nach dem Intro. Haben wir noch irgendwo? Ich bin gerade gefährlich. Ich bin gefährlich, genau. Ich bin gefährlich und ich laufe hier einfach so rum. Man sollte nicht auf den Baum hacken, den man steht, ne? Aber ist egal, ich mach das einfach mal. Und Ast und Holz. Und davon jede Menge. Irgendwann muss ich dann noch die Axt reparieren. Aber da wird ja auch gar keine Stahlbahn hergestellt, weil dazu brauche ich nämlich, ich glaube, das war schon eine Stahlaxt. Ja, da fällt mir ein, ich wollte sowieso so eine Spitzhacken-Axt machen, weil die kann man für beides verwenden. Um das Ganze mal zu vereinfachen, hätte man nämlich auch wieder ein Feld frei. Aus der Leiste unten. Darum kümmert ihr euch, ne? Ja, genau. Macht ihr richtig. Haben wir denn schon genug Stahlbarren? So. Und da könnte ich vielleicht da mal versuchen. Diese Werkzeug. Wollen wir das schmieden? Verbesserte Werkbank eines Schmieds. Ich muss schon gucken. Hier. Nee. Hier. 100 Ziegel und 100 Eisenverstärkung. Eisenverstärkung 100 Stück. Brauche davon nur 100. Und davon 100. So. Das sieht ein bisschen komisch, aber gut. Denn hier haben wir nämlich... Eine Kombination des Axt und Pickel zur Bearbeitung von Stein und Holz. Braucht man 22 Stahlbahn, 11 Leder und 3 Ast. Ast kann man reinlegen. Stahlbarren. Nehmen wir mal kurz das hier. Das hier raus. Dass man noch Stahl, wenn ich 22 brauche, bei 44 hat man dann 2. So, jetzt können wir das wieder zurücklegen. Ich werde es gleich zurücklegen können. So, Stahlbarren. Und jetzt noch 22 Leder. Ich muss Leder finden. Wer hat hier Leder von euch? Du hast Leder, ich brauche aber nur 22. So, so, und da kann man jetzt 2 Stück herstellen. Dann schauen wir noch, ob ich die Demontagebank produzieren kann. Ich denke mal nicht. Aber das ist jetzt nicht das Problem. Ich habe genug Punkte. Demontage hier. Freischalten. Frage allgemein. Hier ist die Demontagebank. 100 Ziegel und 150 isoliertes Holz. 50 isoliertes Holz. Wer hat isoliertes Holz? Haben wir davon was mitgenommen? 50 isoliertes Holz. Gut. Noch jemand von euch? Keramik. Hier. Ne, Ziegel, nicht Keramik. Davon legen wir 180 Stück weg. Ach, man sollte
Richtige Karte vor allem. Taste drücken. Und jetzt möchte ich das hier. Die Demontagebank. So. Da kann man nämlich jetzt hier die Eisenaxt reinlegen. Und ich nehme mal die Spitzhacke hier. Dann können wir nämlich auch den Stahl pickeln. Das war nicht nur eine Eisenaxt, das war auch kein Stahl. Okay. Dann hatte ich noch gar kein Eisen hergestellt. Aber wahrscheinlich, weil ich das herstellen wollte, hatte ich das ja nicht gemacht. Falsch hier. Demontage, nehmen wir alles mit. Gehen wir hierher und legen das erstmal alles wieder hier rein. Außer das Leder, das können wir erstmal hier reinlegen. Das schmeißen wir raus. Und jetzt haben wir nämlich das schöne Ding. Damit holt es Holz und Rinde gleichzeitig. Weil das eine Kombination ist. Und Harz. Das finde ich natürlich jetzt sehr schön. Damit habe ich jetzt... Na gut, wie soll man sonst an Rinde kommen, wenn ich die Spitzhacke weghaue, ne? War ein kleiner Denkfehler von mir. Aber gut, jetzt wissen wir Bescheid. Dann legen wir das hier rein und jetzt haben wir noch ein bisschen Holz. So, wir wollen geformtes Holz. Jede Menge geformtes Holz. Das ist erstmal das Ziel. Dass wir das geformte Holz bekommen. Deswegen holze ich erstmal ringsum erstmal alles ab. Hier wird alles abgeholzt. Dass wir ja jede Menge geformtes Holz herstellen können. Oh, der hält ja viel aus. Da hält ja alles viel aus. 1, 2, 3, 4. Ne, nur 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, die Ticker halten doch 6 Schläge aus. Okay. Ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Ja, sammelt mal schnell Holz. Stahl wird ja nebenbei auch hergestellt. Das brauche ich ja nachher auch wieder, um das da zu reparieren. Also das Holz brauche ich alles für das geformte Holz. Ich brauche dann noch diese Stahlverstärkung. Dazu muss aber erstmal überhaupt Stahlbarren hergestellt werden. Da möchte ich mal schauen, wie man... Die Stahlverstärkung stellt man an der Schmiede, wo ich die Spitzhacke hergestellt habe. Da stellt man, glaube ich, auch die Stahlverstärkung her. Mal schauen, was man da gleich nochmal braucht. Die Zutaten sind mir gerade etwas entfallen. So, jetzt bin ich sowieso gleich voll. Sollte ich mal zurückgehen. So, lebe ich noch? Oh, sind so viele Tiere in der Nähe, solltest du überleben. Du kannst hier aber eine... Spitzhackenaxt entnehmen. Links vom Ofen. Oje, was ist denn hier alles? War der große Baum schon immer hier? Ja. Den habe ich nicht gerade eben erst gepflanzt. Achso, und das ist dann... Kannst du Spitzhacke und Axt nehmen. Wenn du einen Baum schlägst, kriegst du Rinde und Holz gleichzeitig. Naja, also kann ich hier einen Dings dann sporen. Jetzt habe ich es noch falsch rum gemacht. Ich muss ja raus, ich wollte es da hier reinlegen. Und wo tun wir die anderen Sachen hin? Soll ich die erstmal da reinlegen? Anderen Sachen. Na, den Stahlpickel und die Eisenaxt. Die habe ich ganz links in der Demontagebank demontiert. Ach, da. Ach, hier. Okay. Gleich zerstört. Dass das alles sofort weg ist. Stellst du auch gerade schon jede Menge geformtes Holz her. Okay. Sind schon 128 Stück produziert.
Ja, Stahlverstärkung wollte ich gucken, wie man die herstellt. Das ist das hier. Dazu braucht man einfach nur Stahlbarren. Ja, mal die 5. Mal sehen. Wenn ich jetzt hier die 5 reinlege. Wenn ich also ein Stahlbarren ist eine Stahlverstärkung. Hier noch mehr reinlegen. Muss ich hier Holz reinlegen oder warum geht das nicht? Wird es nicht angezeigt? Ne, doch, jetzt geht's. Da wollte die 5 in Summe nicht machen. Ich habe erst mal auf einen herstellen geklickt und dann gingen die restlichen 4 auch. Achso. Wer weiß, was hier das Problem gerade war. Ah! Ups, bin ich runtergefallen. Ist einfach weg. Da bin ich wieder. Ach, hier sind. Ja, bist du noch geklettert. Ja, geklettert und dann in dieses Loch fallen, ne? Ja. So, schauen wir nochmal. Für den verstärkt, das verstärkte Steinfundament. Das sind immer 15 gehärtete Ziegel. Die brauchen noch eine Weile. 3 Stahlverstärkung pro, also ist, und 4 geformtes Holz. Geformtes Holz wird gerade viel produziert. Der gehärtete Ziegel wird die größte Herausforderung wahrscheinlich bald werden. Ja, warum? Ja, gehärtete Ziegel und Stahl, weil das beides in einem produziert wird. So. Beides im Ofen. Bei gehärteter Ziegel brauchen wir ja... Ich glaube, das war auch hier, ne? Und den gehärteten Stein ist Harz. Hatte ich nie Harz bekommen? Keine Ahnung. Ich dachte, beim Holzfällen hatte ich gerade eben auch immer Harz mitbekommen. Okay. Gehen wir mal zu dem nächsten Baum. Ich dachte, da stand auch immer Harz da. Ach, wahrscheinlich mein Inventar weiter unten noch. Ja, das kann sein. Irgendwann kannst du scrollen. Ja, ich habe 208 Harz. Ja, ich kann mein Inventar wahrscheinlich... Genau. Ich habe hier unten nämlich auch noch 2x pinkes Färbemittel drin liegen. Nur mal so nebenbei. Okay. Da ist das ganze Harz hin. Schon gewundert, warum das Harz? Habt das doch alles so schön mit abgebaut. Jetzt brauchen wir noch Pflanzenfasern. Wer frisst denn von den Ranken? Das ist Nashorn, ne? Nashorn, glaube ich. Ein Nashorn noch Platz? Dürfte Platz haben. Ich dachte, ich hätte alle Tiere leer gemacht. Ja, meine Tiere habe ich nicht alle leer gemacht, nur das, was ich brauchte. So, mal pinkes Färbemittel. Ich muss hier noch eine Kiste Platz haben. Sieht nicht so aus. Ich habe einfach mal ausgetauscht, habe mal Schwefel rausgenommen. Schwefel hier reinlegen. Ja, eine Sichel wäre gut. Was ist hier los? Kam plötzlich ein Mensch. Kommst du zurecht? Ich kämpfe gar nicht. Was soll denn das? Was macht ihr denn hier? Und du hier hinten auch. Das geht so gar nicht. Ich kann hier einfach hier auftauchen. Aber bringt mir jetzt ein paar Sachen mit. Schwefel, Eisenbarren, Stahlbarren, leuchtende Essenz und Reliquienjägerhemd. Das lasse ich drin liegen. Wo ist der andere? Hier. Was hat der mitgebracht? Goldstaub. Da weiß man neben, wo es dann hinlegen soll, ne? Ich habe gerade noch eine Kiste gebaut. So, das Stahlbarren legen wir mal hier hin. Ich wollte ja gerade nach der Sichel schauen. Die Stahlsichel brauchen wir 22. Ich brauche hier auch formtes Holz und 22 Stahlbarren. Weil das würde ja die Fasernproduktion erhöhen, wenn man das so macht. Dann nehmen wir mal kurz das hier raus, damit erstmal Stahl produziert wird.
Leg mal das kurz hier rüber, weil sonst kann ich mich nicht bewegen. Schwefel hierher. Ich glaube, 3 geformtes Holz hatte ich gesagt, ne? Nehmen wir gleich mal 6 Stück raus. Gucken wir mal, ob ich da wieder 2 davon herstellen. Vielleicht mit dem hier in Fasern reinhauen, wird nicht viel bringen. Bringt nur Insekten. Achso, die Insekten sind jetzt unten in der Leiste gelandet. Okay, weil ich jetzt einen Platz frei hatte. Die landen bei mir auch immer dort. Ja, wenn ein Platz frei ist, landen die automatisch dort. Mal schauen, ob ich irgendwas dabei schon in die Leiste legen kann. Sandsturmmaske zum Beispiel. Nee. Ich nehme mal das Zelt erstmal, damit die Insekten dort nicht landen. So, wie viele Stahlwaren sind denn jetzt schon produziert? 10. Schauen wir mal auf die Karte. Ach, du scheinst im Haus zu sein irgendwo, ne? Ich sortiere so ein bisschen die Sachen. Ach so, gut. Ja, mach das. Mach das. Ich baue derweil noch ein bisschen ab. Mach das. Ich habe gerade das normale Stein noch Eisenstein rausgeholt. Mhm. Bist du eigentlich ein lebendiger Jäger oder bist du schon tot? Du bist schon tot. Ich bin ein Jaguarkopf. Wie du gesagt hattest, ne? Da kommen wir wieder. Ja. Und das. Ich habe einfach mal noch ein bisschen Bäume kaputt. Kann man nicht. Da kann ich erstmal schon mal jede Menge geformtes Holz auf Vorrat sammeln. Wir haben hier so ein Messer, so eine Falcata. Kann die zerlegt werden? Das kann zerlegt werden, das ist ja einfach bloß eine Waffe. Wer weiß, vielleicht bringt die auch Stahl. Na gut, vielleicht war das vorhin auch einfach bloß irgendwo Eisenstein mit dem Stein drin, das kann ja sein. Manchmal sieht man ja nicht, was dazu zwischendrin alles liegt. Hm. Holz. Formtes Holz. Produktion. Stahlbarren. 24, 25. Und ich möchte eine Stahlsichel herstellen. So, der erste schon mal produziert. Und die kann ich mir jetzt direkt hier auf die 2 legen. Dann leg mal hier mal den Stein mit rein. Und wenn ich jetzt die 2 nehme und zu Fasern gebe, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ob der Fasernertrag da ein bisschen höher wird. 25 Fasern. Ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen mehr ist. Okay, es ist mal ein Jaguar. Hey, was soll das? Hm. Ich sollte meine Ausdauer mehr einteilen. So, geht doch. Jetzt haben wir es richtig gemacht. Wenn man es mal richtig kämpft, funktioniert das auch. Ich wollte aber weiter mit der Sichel machen. Da muss ich jetzt hier quasi durch die Fasern durchmetzeln. Hätte man mich noch ein bisschen Grundlage diesen gehärteten Stein, aus dem wir dann diese gehärteten Ziegel herstellen können. Muss so viel hergestellt werden.
drüben ist, glaube ich, dieses große dreiköpfige Vieh. Ja, das Insekt. Das läuft da drüben rum, ja. Ja, ich sehe es. Sie ist direkt vor mir. Vielleicht nicht die beste Stelle, um Fasern abzubauen, ne? Nicht? Aber ich habe auch ein bisschen was. Können wir das erstmal wieder ablegen. Und laufen ohne Sichel zurück. Ich stelle dann auch gleich noch so einer her. Wieso brauchst du doch nicht? Mach das. Einen wunderschönen guten Abend, Where's the Light? Hallo. Er hat noch Ziegel. Wir haben jetzt noch ein paar Tiere mit rüber geholt. Zu unserem neuen Standort. So, Fasern hier. Und gehärteter Stein. 136. Genau, ich brauche halt viele Fasern gleich dafür. Aber warum habe ich noch so viel Gewicht? Ach ja, die Rinde ist noch hier mit drin. Dann machen wir es mit den Stahlbarren. Stahlbarren. So. Die legen wir hier rüber. Ich weiß gar nicht, ob ich alle deine Tiere erwischt habe, aber ich habe zumindest die so ziemlich leer gemacht. Ich habe ja schon ein paar Kisten hingestellt. Hm. Legen wir das mir noch hier her und dann können wir hier mal noch ein bisschen was herstellen. Hab noch ein bisschen Harz. Ne, Harz wird hier mit hin. Es fehlen also Pflanzenfasern, okay. Rinde. Ich lege jetzt die Rinde erstmal hier bei der Werkbank mit rein. Weil Rinde ist hier auch in den Kisten drin. Ja, die brauchen wir später dann noch für die Gerberei. Die wir auch noch bauen müssen. Mit Herden. Aber dazu müsste ich mir. Brauche ich mir dann wieder die ganzen Leder, aber das haben wir hier auch alles. Dann legen wir erstmal hier Fleisch rein. So, dann. Also wir sind jetzt ja von, wir waren ja am Anfang des Spiels, hat man ja unsere erste Basis, ein bisschen rausrollen, hier unten errichtet. Im letzten Stream sind wir auf Kundschaft gegangen, haben erstmal das hier uns angesehen. Aufgrund, weil es hier Schwefel gibt und hier jede Menge Eisenstein ist, haben wir gesagt, wir bauen uns dann hier die Basis. Haben jetzt noch ein bisschen was geholt von hier, also der Standort ist hier aufgelöst. Das Häuschen steht zwar noch, aber ein Großteil des Materials haben wir mitgenommen. Und jetzt fangen wir an, hier das aufzubauen. Das hier ist mal so der erste Stützpunkt. Wir werden aber dann wahrscheinlich so ein bisschen hier in dem Bereich anfangen zu bauen. Genau, weil hier war noch ein Jaguar. Und dann werden wir hier so anfangen, in das Häuschen zu bauen, was ich so grob im Kopf habe. Und dazu stelle ich gerade jede Menge Material her. Also man sieht hier, geformtes Holz wird gerade hergestellt. In dem Ofen werden jede Menge Eisenbarren hergestellt, aus dem machen wir Stahlbarren und aus diesen gehärteten Steinen machen wir dann die gehärteten Ziegel. Und ich brauche aus den Stahlbarren, muss ich dann noch die Stahlverstärkung herstellen. Und mit Stahlverstärkung, geformtem Holz und gehärtetem Ziegel kann ich dann die Fundamente setzen. Ja, es ist jede Menge. Und deswegen habe ich dann auch eine Sichel hergestellt, um immer so Pflanzenfasern noch zu holen. Hier ist noch was. Damit das alles immer schön wieder respawnen kann. Und mit der Sichel gibt es halt gleich ein bisschen mehr Pflanzenfasern. Weil man dafür dann doch schon einiges braucht, um diesen gehärteten Stein herzustellen. Also ein gehärteter Stein sind allein 4 Pflanzenfasern. Und das ist schon eine Menge. Das noch hier drauf. Und dann können wir hier noch mal ein bisschen Zusatz herstellen. Das Stahlfeuer wird halt gebraucht, um aus Eisenbarren Stahlbarren zu machen. Ja, jetzt gehen wir mal hier rein. Jetzt schauen wir mal. Wird in die Gerberei rein. Die habe ich wahrscheinlich noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo die hingehört. Ich glaube, ich kann sie herstellen.
Ja, du wirst sie herstellen können, weil ich kann sie nicht herstellen. Also habe ich die Punkte wahrscheinlich noch nicht. Ne, ich habe die Punkte nicht ausgegeben. Brauchst du es jetzt, oder? Ne, ich muss es erstmal finden. Ach so. Hier, Gerberei. Verbesserte Gerberei. Kannst du die auch schon bauen? Ja, ich muss gucken, was ich dafür brauche. Ja, Ziegel, geformtes Holz, Rinde, Zwirn. Rinde haben wir jede Menge. Ziegel ist, glaube ich, auch einiges da. Ja. Rinde, Zwirn, geformtes Holz. Ziegel ist hier hinten. Sind meine Tiere jetzt auch leer geräumt oder habe ich das dann doch mit der Zeit gemacht? Ich dir doch gesagt. Ich bin hier beschäftigt. Was räumst du einfach an meinen Tieren rum? Ich wollte gerade gucken, was die da so drin haben. So, soll ich jetzt die Gerberei noch hinstellen? Links, rechts, daneben. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier so super sauber alles aufbauen, ne? Ne, ich sehe schon. Das ist hier. Ja. Das ist nur ein Zwischenstützpunkt. Der nur dafür dient, dass wir den Materialien herstellen können, um unsere Heimat zu bauen. Deine Heimat. Ich entscheide später, ob es meine wird. Es ist kanzelliert, dann nämlich weggeräumt. Was ist alles hier in der Kiste? Ja, hab doch gesagt, du hast ganze Leder weggeräumt. Ja. Dann müssen wir es holen. Du wolltest mich gerade aus der Hyäne rausholen. Ich wollte die Tiere ein bisschen entlasten. Hat die Pizza geschmeckt? Jetzt können wir hier das herlegen und starten. Sollte es jetzt ja funktionieren, dann müsste es wieder. Nein, ich bin ja doof. Ja. Das ist doch schon Leder. Ich brauch doch gar kein Leder. Ich brauch Haut. Leder ist doch das, was dabei entsteht. Ich brauch das hier unten. Tierhaut. Dicke Haut. Ne, dicke Haut ist was anderes. Katzenfell, Nashornhaut, Reptilienhaut, das Zeug brauche ich. Das Falsche mitgenommen. Sandsturm. Kommt er jetzt zu uns? Weil er auch bei uns vorbeikommt. Aber. Ach da. Er kommt auch anscheinend hierher. Wenn man direkt hier lang zieht. Würde ich jetzt mal nicht denken, weil der macht eher den Eindruck. Dass er an uns vorbeizieht, ne? Ja. Jetzt sehen wir den Sandsturm mal anders. Ich setze trotzdem mal vorsorglich die Maske auf. Euch das an. Guckt euch das an. Du bist nicht drin, oder? Ich bin bisher nicht drin, ne? Ich sehe dich nämlich direkt davor. Also, von hier hat man auch einen schönen Anblick. Ja. Wie der Sandsturm jetzt hier vorbeizieht. Auf der anderen Seite der Oase anscheinend. Ja, der zieht hier unten. Den Bereich zieht er lang. Gut, heißt nicht, dass wir die Maske nicht mehr brauchen, weil im Schwefelbereich da. Brauchen wir sie trotzdem, ja. Brauchen wir sie trotzdem. Und wir haben sie am Sandsturm getestet. Jetzt lässt er langsam nach. Ach, da unten wird gerade gekämpft. Ja. Hier oben kann man auch schön kämpfen. Eine Pfeile, was soll denn das? Ich hab doch Pfeile hier drin. Schon mal draufsetzen, ne? So. Das hat ihm jetzt bestimmt nicht gepasst, dass ich das kleine Kind abgeschossen habe.
Wie lange man den auch noch sieht von hier unten, sein Sturm. Erledigt. Was ist dieser Sturm? Gut, der war jetzt auch weg. Oh, geht's wieder runter. Oh. Oh, zu abgefangen im untersten Stück. Wir haben erst noch was essen. Gut, jetzt werden wir uns mal kurz zu einer Wasserquelle begeben. Nehmen wir die hier vorne. Ich hoffe, dass ich jetzt keine Überraschung kriege. Aber das ist ja die Wasserquelle, an der wir sowieso bauen wollen, ne? Das kann sein. Genau, das ist hier vorne der Bereich. Ich bin schon von uns schon auf den Felsen hochgeklettert. Er hat schon mal geguckt, ob man da irgendwie oben drauf bauen kann. Ja, ich muss überlegen, wo ich anfange mit Treppen bauen. Was geht da mit Treppen los? Ich hab sogar Fackeln gesetzt. Guckt euch das an. Die Tiere schon alle platziert. Vor allem das Krokodil. Richtig geiles, großes Maul. Wo man dann so mit den Fackeln dann so durchguckt. Meinst du den rein, da rein, da in den Sandsturm? In den Sandsturm? Schneesturm? Schneesturm, genau. Ey, der war ein bisschen zu weit weg, um da rechtzeitig hinzukommen. Vor allem sind es dann dazwischen noch ein paar stärkere Gegner, das wäre ungünstig gewesen. Es ist ja schließlich ein Survival Game. Und kein Ja, ich möchte sterben. Ich will einen Jaguar-Kopf. Wo soll ich die noch alle hinschmeißen? Falsch. Wollte ich hier. Inventar wollte ich. So. Komm mal ein bisschen was raus. Wird hier wahrscheinlich ein großer Sack liegen, ne? Ja. Der Ofen produziert noch. Er produziert nicht wenig. Jede Menge Eisenbarren. Ich werde jetzt mal noch einen zweiten Ofen platzieren. Kannst du machen. Mal einen haben für die ganzen Eisenbahnen, den anderen für die. War das jetzt schon das Falsche, ne? Das ist jetzt erste, genau, ist der einfache, ja. Verbesserten wollte ich haben. Brauche ich 50 Ziegel und 100 Eisenbahnen. Ziegel und Eisenbahnen dürften noch im Ofen liegen. Ich habe das alles klettert reingelegt gehabt. Genau, 50 Ziegel und 100 Eisenbahnen. Das muss ich noch wechseln, sonst brauche ich es falscher. Und den könnte man ja auf die andere Seite setzen. So, also hier so in die Kammer rein. Da haben wir hier noch ein bisschen Licht. So, und dann nehmen wir nämlich jetzt mal ein bisschen was raus. Ich werde den Stein rausnehmen. Den Stein nehmen wir raus, nehmen wir die Ziegel weg, dass wir hier wirklich bloß einen Eisenbereich produzieren. Da schlendest du nur so um die Ecke. Ich brauche belastet. Achso. Und jetzt brauche ich Holz. Was tanzt du denn hier so rum? Trommelt. Wenn du so tanzt, trommel ich dazu. Nee, ich habe einen anderen Anspruch an ein Survival Game. Jetzt haben wir schon mal ein kleines bisschen Holz reingelegt. Was sind das hier vorne? Ach, der Jaguar wieder, okay. Hallo Jaguar, bist wieder da. Freut mich. Haben wir uns lange nicht mehr gesehen. Okay, ich wieder erkannt. Oh, ist der ausgewichen? Du bist ja frech.
Das können die auch. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hier vor und dann nehmen wir vorne noch ein paar Bäume weg, weil die, die ich hier vorne alle schon abgeholzt habe, die sind noch nicht wiedergekommen. So, noch ein bisschen Holz haben. Und die Produktion mal noch ein kleines bisschen beschleunigen. Harz, Ast und was es hier alles gibt. Das ist ein Anblick, wenn das kleine Männchen hier drüben so rumrennt und die Bäume so explodieren. Und wie die explodieren. Warum beobachtest du mich so? Interessant. Einfach beobachtet. Das macht ihr ja auch, ne? Ihr beobachtet mich ja genauso. So, dennoch haben wir auf jeden Fall jede Menge Holz. Extra mal noch zur Sichel. Okay, auf dem Rückweg. Ein bisschen Pflanzenfaser mitnehmen. Einfach mal hier so wild rumhauen. Ich werde schon irgendwas treffen. So, gehen wir dann nach hier rüber. Guck mal, hier ist ein Baum wieder gekommen. Die Tiere stehen direkt im Schatten. Oh, den Baum muss ich gleich wegnehmen. Warum? Schattiges Plätzchen. Ja, ein Keks und ein Baum. Die Bäume kann man gar nicht draufklettern. Eigentlich schon. Hat doch jetzt. Nur nie getroffen. Und ich könnte ihn jetzt fällen. Huch! War der Baum zu Ende. Voll auf Flecki gelandet. Sorry, Mietz. So. Ich möchte erstmal hier ein bisschen. Man braucht ja direkt Holz dafür, ne? Was anderes geht ja nicht zum. Holz. Zum Brennen Holz, genau. Hier kann ich jetzt noch Harz und Fasern reinlegen und kann somit noch weiteren gehärteten Stein herstellen. Ja, und noch mehr. Die Rinde kommt in die Gerberei. Der Jagokopf kommt in die Ecke. Dann haben wir noch ein bisschen Fleisch. Du willst nicht. Du nimmst das Fleisch. Gut, hier hast du. Bitteschön. Produktion läuft. Wo bist du denn? Ich laufe hier unten rum am Wasser und guck unsere zukünftige Basis an. Achso. Also in der Richtung. Das sind Menschen. Ach da. Da waren hier Menschen. Unten bist, hier bist du. Ja, und da oben zwischen den Felsen sind Menschen. Ja, die haben uns manchmal schon angegriffen. Ach Mist. Bisschen stärker als gedacht. Gut, ich habe auch noch einen ganz einfachen Bogen. Ich müsste wahrscheinlich mal einen stärkeren Bogen herstellen dort. Er hat wieder so einen Falcata und Eisenbarren. Nehmen beide mit. Eisenbarren, eine Kerze und Kristall. Gut, ich darf schon erklärt, das hier nicht. Räuber leider machen. So, das Falcata hast du ja schon zerlegt, ne? Das andere. Legen wir das dann mal rein, mal sehen, was draus wird. Bringt also Stahl. Stahl, Eisen, hier haben wir noch ein bisschen Tierhaut. Alles auf die Tierhaut. Hier kann man den Stahl zurücklegen, die Eisenbarren und dann Stahl daraus herzustellen.
Das wollte ich hier mit reinlegen, weil hier wird es eh produziert. Da kann man es auch gleich liegen lassen. Genau, hier werden auch schon die Gehärteten hergestellt. Gut, dann gehe ich jetzt ins Haus. Das rechte Bett, wo meins, na jo. Muss ich jetzt hier drauf? Nee, falsch. Hier war immer, er war das, ne? Er war Emotion. So, mein Tanz war so langweilig, ist eingeschlafen. Au. Den Kopf durch die Wand. Au, au, das tut doch weh, voll mit dem Kopf durch die Wand. Da haben wir uns etwas mit den Materialien beschäftigt, um zukünftig auch mal etwas Größeres bauen zu können. Und nebenbei ist dort in der Nähe der Oase einfach mal so ein Sandsturm vorbeigezogen. Sah gut aus, oder? Was sagt ihr dazu? Wie fandet ihr diesen Sandsturm? Dann lasst eure Meinung einfach mal im Kommentarbereich. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.